Na, fragst du dich auch, was 2012 wohl so bringen wird? Hast du irgendwie auch Befürchtungen, dass die Wirtschaft vielleicht noch schlimmer wird oder womöglich ganz zusammenbricht? Oder hoffst du eher, dass es endlich besser wird? Weißt du, was ich dir dazu sage? Hör bitte auf damit. Hör auf, irgendwas zu befürchten, hör auf, dir irgendwas zu wünschen, irgendwas zu hoffen, dir zu überlegen, wie es wohl kommen wird. Weil das, was in der Wirtschaft und in der Gesellschaft passieren wird, das ist nicht einfach irgendwie ein Naturphänomen. Das ist nicht wie das Wetter, wo man sich fragen kann, wird es am Samstag wohl sonnig werden oder wird es regnen, ohne dass man irgendeinen Einfluss drauf haben kann. Nein, das, was in der Wirtschaft und in unserer Gesellschaft passiert, das ist ein direktes, kausales Resultat dessen, was wir alle tun, wie wir uns alle verhalten. Und wenn, ich weiß nicht, wenn du zufrieden bist mit dem, wie es im Moment läuft, wenn du zufrieden bist mit dem, dass wir uns jedes Jahr um das gleiche Geld weniger leisten können als im Vorjahr, und wenn du zufrieden damit bist, dass vielleicht du selbst oder immer mehr andere arbeitslos bist und sind. Oder wenn du damit zufrieden bist, dass die Arbeitsbedingungen generell, wenn man Arbeit hat, einfach immer schwieriger und im Prinzip immer unmenschlicher werden für viele Menschen, nur damit sie sich das halt leisten können, irgendwie zu wohnen und sich was zum Essen zu leisten. Also wenn du damit zufrieden bist und wenn du generell damit zufrieden bist, wie es in der Welt läuft und mit Dingen wie, dass jeden Tag an die 20.000 Kinder verhungern auf der Welt und dass 1 bis 2 Milliarden Menschen wirklich unter der absoluten Armutsgrenze und am Verhungern leben, jeden Tag. Also, und wenn du damit zufrieden bist, dass die Natur immer weiter geschädigt wird und eigentlich niemand in der Wirtschaft irgendwie es sich leisten kann, darauf zu schauen, dass das ordentlich recycelt wird und das ordentlich nachhaltig produziert und diese ganzen Dinge wird. Ja, wenn du mit diesen Dingen zufrieden bist, dann kannst eigentlich dieses Video jetzt abdrehen. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, dann muss ich da wirklich sagen, hör auf, dir irgendwie eine Verbesserung zu wünschen und zu irgendwelchen anderen Leuten, womöglich zu Politikern wahrscheinlich, zu schauen und dir irgendwelche Verbesserungen zu hoffen, weil die Politiker wissen nicht, wie man diese Dinge verbessert. Politiker haben dazu einfach nicht die nötige Ausbildung. Ein Politiker weiß nicht, wie man die Probleme in einer Gesellschaft und in einer Wirtschaft nachhaltig löst, weil diese Probleme sind zu 99% technischer Natur. Es geht einfach darum, wie erzeugen wir möglichst nachhaltig und möglichst effizient die Dinge, die eine Gesellschaft braucht, und wie verteilen wir die möglichst effizient und nachhaltig an alle Menschen, damit jeder sich individuell den Lebensstandard und das Leben einfach leisten oder zusammenstellen kann, das er oder sie sich wünscht. Das sind, wie gesagt, technische Aufgaben. Wie produzieren wir Energie? Wie produzieren wir Behausungen für Menschen, die ihnen alles liefern und alles bieten, was sie brauchen? Heizung, Kühlung, wenn es heiß ist und diese ganzen Dinge. Wie produzieren wir Nahrungsmittel, Lebensmittel, sauberes Wasser und so weiter? Alles möglichst effizient und möglichst nachhaltig und möglichst umweltschonend. Diese Aufgaben können Politiker einfach nicht lösen. Also zu den Politikern zu schauen und sich Lösungen zu hoffen, ist schon mal der allerletzte Weg, den du gehen solltest. Und wenn du wirklich daran interessiert bist, was zu verbessern, dich aber fragst, ja, was kann ich denn tun? Ich kann nichts tun, ich habe keine Macht, ich habe keinen Einfluss, ich kann nichts tun. Dann kann ich dir wirklich sehr viele Dinge empfehlen, die du sehr wohl tun kannst. Und das erste davon ist einmal einfach, dich zu informieren, weil wenn du dich fragst, was du tun kannst, wenn du nicht weißt, was du überhaupt bewirken und beitragen kannst und tun kannst, um irgendwas zu verbessern, dann fehlt dir einfach schon mal das Wissen darüber. Nämlich das Wissen darüber, was du tun kannst. Und es gibt darüber sehr viel Information. Und am einfachsten ist, du gehst einfach da oben mal in dieses Suchfeld und gibst ein, zum Beispiel die Begriffe ressourcenbasierte Wirtschaft oder bedürfnisorientierte Versorgungswirtschaft oder Gemeinwohlökonomie oder einen von den Namen Professor Franz Hörmann
oder Christian Felber oder, wenn du es lieber von der etwas spirituelleren Seite angehst, Christoph Fasching. Wenn du gut Englisch kannst, kannst du suchen nach The Venus Project oder The Zeitgeist Movement oder Jacques Fresco oder Peter Joseph. Es gibt annähernd unendliche Möglichkeiten, dich zu informieren. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, du kennst dich mal aus, was im heutigen System eigentlich so die Probleme sind und was es für mögliche Alternativen gibt, dann kann ich dir wiederum viele Möglichkeiten empfehlen, wie du dich aktiv einbringen kannst. Also ich habe schon erwähnt, zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie ist eine Sache, wo man sich einbringen kann. Ich persönlich bin zum Beispiel aktiv im Zeitgeist-Movement, in der Zeitgeistbewegung. Mir ist es aber völlig egal, wie und wo sich ein Mensch genau einbringt. Die Hauptsache ist einfach wirklich was zu tun, weil solange du deine Stimme abgibst in dem, und mit abgeben meine ich sie hergeben, darauf zu verzichten, einfach dich aktiv einzubringen, indem du einfach nichts tust. Indem du dich berieseln lässt, am besten jeden Abend vorm Fernseher, bis du halt müde bist und ins Bett gehst. Und wenn nicht gerade das, dann halt irgendwie, ja, weiß nicht, dich besaufen gehst mit deinen Freunden oder so weiter. Solange gibst du nämlich deine Stimme auch dafür ab, dass es so weitergeht wie bisher. Und das heißt nicht, dass du deine Stimme dafür abgibst, dass alles so bleibt wie bisher, sondern dass es so weitergeht wie bisher. Und das bedeutet, dass es immer kontinuierlich schlimmer wird. Dass die Arbeitslosenzahlen steigen, dass die Natur immer weiter und weiter zerstört und vernichtet wird, dass die Arbeitsbedingungen, wie gesagt, schlimmer werden und all diese Dinge. Und wenn du dafür deine Stimme aber nicht abgeben willst, dann musst du wirklich anfangen, was zu tun. Und wenn du Teil von einem demokratischen Entscheidungsprozess sein willst, nämlich einem demokratischen Entscheidungsprozess über eventuell ein neues Wirtschaftssystem oder ein neues Geldsystem. Es gibt da Entwürfe. Es gibt Entwürfe, die einfach nicht mehr darauf basieren, dass jeder Mensch einen 40-Stunden-Job haben muss, um genug Geld zu verdienen, um sich dann die lebensnotwendigen Dinge leisten zu können, sondern die mehr darauf basieren, auf möglichst effiziente und nachhaltige Weise das zu produzieren, was die Gesellschaft braucht. Und das dann einfach auf eine gerechte Weise allen Menschen zugänglich zu machen. Und über solche Systeme kann man einen viel größeren Überfluss im positiven Sinne schaffen, als man es heute kann, weil man einfach nicht mehr darauf schauen muss, was kann man sich leisten, sondern man braucht nur mehr darauf schauen, was ist es möglich, im Sinne einer nachhaltigen Produktion zu produzieren. Und das ist viel mehr, als wenn man sich durch Geld immer selbst einschränken lässt. Und wie gesagt, wenn du dich an solchen Systemen demokratisch einbringen willst, dann ist es natürlich so, dass Demokratie nur gut funktionieren kann, wenn es eine Demokratie von gut informierten und gebildeten Menschen ist. Und dazu ist es halt leider nötig, dass man sich zuerst einmal gut informiert und bildet über diese Themen. Es gibt auch sehr viele technologische Themen, über die man sich sinnvoll informieren kann. Ich denke, du würdest es nicht glauben, was heute technologisch alles möglich wäre, nur einfach nicht gemacht wird, weil der heutige technologische Stand einfach total konträr steht zu unserem Wirtschaftssystem. Es ist heute absolut möglich, einen nachhaltigen Überfluss an sauberer Energie zu erschaffen, an gesunden Lebensmitteln und so weiter. Nur warum wird das denn nicht gemacht? Weil je effizienter was ist und je nachhaltiger was ist, umso weniger Profit bringt es in der heutigen Wirtschaft. Weil wenn es nachhaltig ist, heißt es, es hält lange und es verbraucht möglichst wenige Ressourcen auf Dauer. Und das heißt, es können die Leute, die dafür verantwortlich sind, das zu produzieren, einfach weniger Profit machen, weil sie weniger davon verkaufen können. Deshalb will das in der heutigen Wirtschaft eigentlich gar niemand, solche Dinge. Darum werden die auch nur sehr wirklich schleichend und langsam umgesetzt heute. Und einfach über diese technologischen Möglichkeiten Bescheid zu wissen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil man sich dann mit der Zeit einfach mal fragt, warum zur Hölle haben wir noch Kernkraftwerke, warum haben wir Kohlekraftwerke und diese ganzen sinnlosen Dinge?
Warum bauen wir Häuser auf diese unglaublich ineffiziente Art, wie wir die heute bauen? Warum schmeißen wir die Hälfte der Lebensmittel, die jeden Tag produziert werden, einfach weg, anstatt die den verhungernden Menschen zukommen zu lassen? Und diese ganzen Dinge. Generell, warum produzieren wir Lebensmittel auf diese unglaublich ungesunde Art, wie es heute gemacht wird? Diese ganzen Fragen kann man anfangen, sich zu stellen, wenn man mal Bescheid weiß über technologische Möglichkeiten, die ja bereits im Einsatz sind, nur einfach sehr vereinzelt, weil die, wie gesagt, weil großflächig in der heutigen Wirtschaft niemand ein großes Interesse hat, die einzusetzen, weil sie weniger Profit bringen. Also nochmal, fang an, dich zu informieren. Schalt den Fernseher aus, lass ihn ausgeschaltet, zieh dir rein, was du nur finden kannst über diese Themen, bis du dir denkst, okay, jetzt habe ich mal was geschnallt, was ich vorher noch nicht wusste. Und dann, oder auch vorher schon, während du dich informierst, fang an, dich irgendwo zu beteiligen, an Gruppierungen, an Bewegungen, die sich für diese Themen einsetzen. Wie gesagt, es ist völlig egal im Prinzip, was du tust, solange es in die Richtung Nachhaltigkeit, in die Richtung Effizienz geht. Nicht nur in die Richtung eigener persönlicher Profit und in die Richtung einfach sinnlose Unterhaltung, die dir nur das Hirn zumüllt. Also ich weiß, dieses Video ist vorwurfsvoll, dieses Video ist wahrscheinlich provokant. Und ich mag das normalerweise gar nicht so wirklich, aber ich finde, es ist an der Zeit, Leuten vorwurfsvoll zu kommen, die einfach sich an diesem Prozess hin zu einer besser funktionierenden Welt, zu einer besser funktionierenden Wirtschaft und Gesellschaft nicht beteiligen, weil sie einfach nicht mal den Arsch hochkriegen, sich ein paar YouTube-Videos anzuschauen und irgendwo in ihrer Freizeit aktiv mitzumachen, weil wir sind alle eine große Familie und wenn einfach einer in einer Familie sich nur aufregt darüber, wie scheiße alles ist und aber keinen Finger rührt, dann finde ich, muss man auf diesen Menschen mal zugehen und sich überlegen, okay, wie kann ich mit diesem Menschen reden und ihn vielleicht dazu bewegen, sich einzubringen in unsere Familie. Und wie gesagt, wir sind alle eine große Familie und das Problem ist, dass aber heute in dieser großen Familie irgendwie 90-99% aller Menschen einfach nur da sitzen, sich zwar groß darüber aufregen und ärgern, wie scheiße alles ist, aber nichts dagegen tun. Nichts dafür tun, dass es besser wird. Sich lieber jeden Abend vor den Fernseher setzen, mit der Werbung in den Werbepausen beriesen lassen und dazwischen mit, was weiß ich, Casting-Shows oder Talent-Shows oder diesen ganzen Blödsinn. Also würde ich dich als Familienmitglied sozusagen in dieser großen menschlichen Familie wirklich bitten, tu was, informier dich, werd aktiv, weil jetzt ist wirklich die Zeit dafür gekommen. Wir stehen jetzt an dem Punkt, wo es wirklich sehr schnell sehr viel schlechter werden kann, wo es aber auch, wenn sich jetzt endlich genug Menschen mal aktiv dafür einsetzen, auch sehr schnell sehr viel besser werden kann. Und hör einfach auf, auch die Mythen zu glauben, den Mythos, dass die Menschen einfach nur nicht bereit dafür sind oder irgend so ein Blödsinn oder dass sich so schnell nichts ändern kann und dass das noch hunderte Jahre dauern wird, bis was besser wird und dass es einfach in der menschlichen Natur liegt, egoistisch und dumm zu sein oder was weiß ich. Diese ganzen Mythen, die kannst du vergessen, das ist ein völliger Schwachsinn. Wenn manche von uns, manche Menschen das kapieren können, sich informieren können über Themen wie Nachhaltigkeit, dann kann das jeder, dann kannst du das vor allem auch, weil du bist sicher nicht der Blödeste, das weißt du ja selbst, und dann tu es bitte auch. Und dann red dich nicht drauf raus, dass die Menschheit noch nicht bereit ist oder dass so eine Veränderung nicht so schnell gehen kann und dass es deshalb sowieso sinnlos ist. Ja, das wollte ich dir nur mal sagen, mein lieber Freund. Und jetzt höre ich auch schon wieder auf und hoffe und wünsche mir und würde dich wirklich bitten, dir das zu Herzen zu nehmen. Und in diesem Sinne, ja, gutes neues Jahr, frohes neues Jahr und hoffentlich auf eine gute Zusammenarbeit. Bis dann.